Einspruch, Herr Dr. Maas, aber nur in zwei kleinen Dingen. Ich kann es sehr empfehlen, die Angstgesellschaft von Dr. Hans-Joachim Maas bei Eingeschenkt TV. Ich werde alles verlinken. Warum? Komme ich gleich drauf. Hier der Kanal Eingeschenkt TV. Sehr gut, wirklich gute Themen und so weiter und so fort. Aber meiner Meinung nach, und das betrifft jetzt nicht Eingeschenkt TV alleine, kratzt alles an der Oberfläche. Alles an der Oberfläche insofern Angst, warum und so weiter und so fort und. Ich komme auf dieses Thema noch mal ganz kurz zu sprechen. Dr. Maas wurde gefragt, na, hilft denn das, hilft denn Hypnose, um die Leute von Angst zu befreien? Aus eigener Erfahrung ja. Warum? Weil Hypnose das Unterbewusstsein befreit und das Unterbewusstsein ist das, also unser praktisch zweites Gehirn in Anführungsstrichen, ist das Gehirn, was alle Lebenserfahrungen, nämlich auch, dass bestimmte Dinge einfach helfen oder nicht helfen oder dass man vor vielen Dingen keine Angst haben muss, weil man noch immer davon weiß, obwohl man es bewusst nicht hervorgraben kann. Insofern hilft Hypnose, das Unterbewusstsein wieder frei denken zu lassen. Dr. Maas ist nicht gerne drauf eingegangen, ist aber nicht so schlimm. Ich komme aber gleich noch auf den auf die entsprechende Stelle im Video. Ich werde sie mal kurz anspielen. Ich hatte bereits Videos gemacht über German Angst. Warum? Beziehungsweise, ich habe keine Angst, weil ich das Wissen um bestimmte Dinge habe, dass zum Beispiel Methadon gegen Krebs hilft und alles solche Dinge. Aber auch nochmal allgemein Angst gegen Wissen. Also, wenn ich Wissen habe, dann kann ich Situationen, die mir bisher unbekannt waren, leichter ins Auge sehen als umgekehrt. Und. Aber kommen wir nochmal zu Eingeschenkt TV und zu der entsprechenden Stelle. Ich spiele mal kurz an. Und das ist die narzisstische Störung, dass man jetzt glaubt, man könne sich Liebe verdienen durch Anstrengung, durch Leistung. Und da das nicht möglich ist, muss im Grunde genommen das Bemühen, sich etwas zu verdienen, immer mehr gesteigert werden. Das heißt, die narzisstische Störung führt ohne letztlich Chancen der Rettung in die Sucht. Ja, man muss immer mehr machen. Ist es immer mehr leisten oder ist es immer mehr anhäufen, immer mehr nach außen glänzen, immer mehr Attribute an sich hängen? Ist das immer Leistung oder ist das nicht irgendwo auch ein Selbstbetrug? Ja. Gut, lassen wir es bis dahin. Dr. Maas antwortet dann entsprechend, aber Leistung heutzutage, um sich Anerkennung zu verdienen, bei denen, die anerkennen, die einen dann in Ruhe lassen, zumindest in Ruhe leben lassen, oder ist es doch eher was anderes? Nicht Leistung. Jetzt sind wir natürlich wieder bei dem Thema Unbildung ist alles, ne? Darauf kommt es im Moment an. Gut, das war der eine Einspruch und der andere Einspruch bezieht sich auf die Hypnose. Da ist er dann lieber von weggegangen, aber Hypnose hilft. Alte Ressourcen des Wissens, die man unbewusst noch hat, einfach wieder freizulegen, indem das Unterbewusstsein frei denken kann. Aber das soll es dazu wirklich gewesen sein. Ich verlinke euch diesen Artikel, falls ihr noch nicht gesehen habt, dieses Video, natürlich auch alles unten in der Videobeschreibung. Und diesmal habe ich nicht einfach gesagt, nur macht was, aber macht's gut, sondern nur Bildung hilft. Wenn ich mir ein Bild von etwas gemacht habe, ein Bild sagt ja mehr als 1000 Worte, dann kann ich auch sagen, okay, ich weiß, worum es geht, ich habe keine Angst. Und insofern, Leute, jetzt sage ich es doch wieder, macht was, bildet euch, bildet die Kinder vor allem. Und da ich weiß, dass viele eher so um die 50- bis 60-Jährige zuschauen, bildet eure Enkel. Bei den Kindern ist es im Moment, bei den eigenen Kindern ist es im Moment etwas schwerer. Die Umwelt formt den Menschen, sagte man früher mal. Aber die Kleinen, die noch keine Erfahrung haben, die lernen am besten und am meisten von den Großeltern. Das ist in dieser Gesellschaft auch nicht mehr normal. Ne? Die Alten sind ja doof und die sind ja überfällig mit ihrem Wissen. Und das, was früher gilt, gilt heute nicht mehr. Modern, das Wort Mode. Mode heißt Vorgabe. Nicht schön, weil es neu ist, sondern Modus, Mode, Vorgabe. Naja, und wir lassen uns nichts mehr vorgeben, wir kennen uns aus. Die ganz Kleinen lassen sich
gerne schon was vorgeben, aber dann sollten wir es ihnen vorgeben. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Macht was, aber macht's gut. Denkt an die Bildung.